Hallo, ich bin der Leon, ich arbeite bei eMotion als Zweirad-Mechanikermeister und heute ist das nächste Video unserer Vergleichsreihe, wo wir uns unterschiedliche Leitassist-E-Bike-Motoren anschauen. Im letzten Video haben wir uns den Bosch Performance Line SX angeschaut. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ihr findet das unten in der Videobeschreibung. Heute geht es um den TQ HPR 50 Motor, der einen weiteren Motor der Leitassist-E-Bike-Motoren darstellt. Die Firma TQ kommt aus der Nähe von München und ist in den letzten Jahren eigentlich für die Herstellung von sehr starken E-Bike-Motoren, wie zum Beispiel dem TQ HPR 120S, bekannt gewesen. Dieser Motor hatte 120 Newtonmeter Drehmoment und hatte kein kompaktes Baumaß, sondern war wirklich ein sehr großer Motor, großer und schwerer Motor. Inzwischen hat sich die Firma eher auf die Herstellung von kleineren Motoren, wie diesen TQ HPR 50 spezialisiert, der jetzt zum Beispiel wieder im Mondraker Neat verbaut ist. Dort fällt der Motor optisch auch gar nicht auf mit dem verbauten Akku und dem Motor. Es schaut aus wie ein normales Enduro-Bike und erst auf den zweiten Blick schaut es aus wie ein E-Bike. Dieser Motor, den es jetzt seit gut einem Jahr gibt, zeichnet sich aus durch sein geringes Gewicht. Mit knapp 1,9 Kilo ist er der leichteste seiner Klasse. Noch zu den Fakten, der Motor hat 50 Newtonmeter Drehmoment. In der Spitze hat dieser Motor 300 Watt. Leistung. Dadurch ist es ein Motor, der sportlich ist, der auch aber eigene Kondition erfordert und eigene Power. Das heißt, auch bei hoher Trittfrequenz wird der Motor unterstützen, aber jetzt nicht wie ein Full Assist Motor. Klar, ist ja auch ein Light Assist. Das kann man schon drin lassen. Der Motor heißt ja HPR 50. HPR steht hier für Harmonic Pin Ring. Das ist eine Technologie, die hier zum Einsatz kommt, die diese klassischen Planetengetriebe, wie sie in anderen Motoren verbaut sind, weglässt und dadurch ein sehr kompaktes Baumaß erreicht und gleichzeitig einen sehr leisen Motor schafft. Dieser Motor ist sowohl der leichteste als auch der leiseste seiner Klasse. Im Fahrverhalten, man hört den Motor wirklich kaum. Ich bin den Motor gefahren in dem Mondraker Neat und es ist erstaunlich, dass die Unterstützung kommt, aber man kaum was hört. Wirklich leiser als vergleichbare Motoren. Durch dieses kompakte Baumaß ist es bei diesem Motor je nach Hersteller auch möglich, den Akku zu entnehmen und den Akku auch außerhalb des Rahmens zu laden. Was bei diesem Motor auffällt, ist, dass der Trittwiderstand ohne Unterstützung, das heißt entweder jenseits der 25 oder mit ausgeschalteter Unterstützung, doch relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Motoren. Wir schauen hier, wenn wir hier drehen, geht das einigermaßen schwer. Es ist möglich und das ist aber auch der Widerstand, den man überwinden muss, um ohne Unterstützung zu treten. Auch wenn dieser Motor vielleicht einen etwas höheren Widerstand hat beim Treten ohne Unterstützung, gleicht es dieser Motor natürlich durch ein sehr geringes Gewicht aus. Dadurch, dass er geringeres Gesamtgewicht, ist es natürlich auch einfacher zu fahren. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist eben, dass der Motor nicht klappern kann, kein Getriebe klappern hat bei Bergabfahrten. Egal ob man vorwärts oder rückwärts tritt, das ist komplett leise. Es ist kein Klappern mehr zu hören, wie man es vielleicht schon von anderen E-Bike-Motoren kennt. Drei Dinge, die ich an diesem Motor besonders mag. Zum einen mag ich, dass dieser Motor extrem leicht und auch so klein kompakt ist und dadurch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Motor sehr leise ist und man ihn beim Fahren kaum hört, keine nervigen Geräusche mehr und gleichzeitig ein sehr angenehmes Ansprechverhalten hat, ein sehr sensibles Ansprechverhalten und dadurch zeichnet sich dieser Motor aus. Durch diese drei Punkte werden vor allem sportliche Fahrer glücklich, die vielleicht aus dem Bereich bisher ohne Motor kommen und sich auch noch sportlich betätigen möchten, aber auch einfach bergauf Unterstützung haben möchten und dadurch ihre Reichweite verlängern wollen und vor allem den Trail bergab genießen wollen durch ein leichtes, agiles Bike und nicht den größten, stärksten Motor. Nachdem ich euch in diesem Video einiges zu dem TQ HPR 50 Motor erzählt habe, geht es im nächsten Video um den schönen Specialized SL 1.2 Motor, der auch einen weiteren Motor dieser Produktkategorie Leitassist E-Bike Motoren darstellt. Denkt daran, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen. Vielen Dank!